Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Sussex in Sussex, wie ihr wollt. Wir sind in Folge 41. Ich stehe wieder mal im Häuschen, heißt meistens, dass ich gerade frisch neu anfange und heißt auch, dass ich erstmal meine Helfer wieder anschmeißen muss. Hier haben wir unseren wunderbaren Grubber in Arbeit, der zieht hier richtig schön die Bahn, so muss das sein. Mist haben wir angeliefert, abgeliefert. Da geht auch nicht nur ein Viertelliter rein, da haben wir es auch schon. Und der steht hier so, dass ich ihn gleich wegstellen könnte. Und den Kollegen hier müssen wir wieder anmachen. So simpel sieht's aus. Helfer an und dann geht's los. Das ist der ganze Trick. Ja, wir müssen jetzt sehen, dass wir die Sachen fertig kriegen. Wir haben noch eine Ernte. Und diese Ernte ist eigentlich Getreide für... Ne? Wir können auch mal auf die Karte gucken. So. Da seht ihr es. Das ist Weizen. Und das Weizen ist eigentlich dafür gedacht, die Hühner zu versorgen, die da reinkommen, die wir noch gar nicht haben. So sieht das Ganze aus. Ne? Das ist die Idee. So, beim Hühnern selber, wenn wir den Hühnerstall besuchen, sieht es irgendwie aus, als wenn ich jetzt gerade mitten in den Hühnern stehen würde. Dann ist alles okay. Sieht es aus, als wenn ich hier irgendwo... Wenn beim Hühnerstall... Ich guck noch mal. Ich denke, ich habe einen Denkfehler. Ist auch was Schönes, ne? Hühnerstall. Da muss angeliefert werden. Ne, nur Weizen. Die brauchen kein Wasser. Weizen oder Gerste. Alles okay. Brauche ich nur ran, rückwärts hinschütten und fertig. Ich weiß nur noch nicht, wie ich die Eierpaletten loswerde. Das ist der Punkt. Oder die Eierkästen. Oder wie ich die anliefere. Aber die könnte ich auch genauso gut auf den Wagen packen und hinbringen, ne? Ja. Wackeln dann ein bisschen. Kann man sich das Aufschlagen sparen, weil sind dann wahrscheinlich schon aufgeschlagen, aber es ist eine andere Geschichte. Nö, nee, aber ich würde sagen, das ist doch soweit okay. So, wir gucken nochmal. Also, hier wird schon munter gemacht. Das ist auch okay. Wir müssten jetzt bei den Kollegen hier gucken. Er sagt jetzt wahrscheinlich, er ist fertig. Und deswegen gucken wir uns jetzt einfach auch mal hier das Ganze an. Hier seht ihr nämlich, wir haben Raps, Geld machen. Ne? Rüben, weil wir wollen nächstes Mal eine Rübenmaschine leihen. Ne, das heißt, wir müssen erst hier abernten, Geld machen, damit wir den Rübenernter lernen können, ist schön. Damit wir den Rübenernter leihen können, wollte ich sagen. Und er sieht, es ist komplett angebaut. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich hier ansetzen mit der Sämaschine. Das ist eine gute Idee. Also, fahren wir mal eine Runde rüber. Der Grubber arbeitet ja noch fleißig. Und hier machen wir das nächste Rübenfeld. Weil ich mache jetzt alles Rüben. Das Feld 6, wo wir nachher uns die den Weizen runterziehen für die Hühner. Auch da machen wir das. Warum machen wir Hühner, fragt ihr euch wahrscheinlich auch noch. Falls ihr es nicht mehr ganz in Erinnerung habt. Ich habe es euch mal erzählt. Die Ketchup-Fabrik, die zeige ich euch gleich sofort, sobald ich ihn hier angesetzt habe. Die stellt nicht nur Ketchup her. Auch Mayonnaise. Jetzt könnt ihr mal raten, was man für Mayonnaise braucht normalerweise. Ich tippe mal Ei. So, also er ist hier munter am Fahren. Ich bin jetzt hier auch nicht mehr im Weg. Ich gehe jetzt einmal hier ins Menü und wenn wir uns hier Ketchup Factory angucken, da seht ihr es, und Bestellübersicht, hier hätte ich was gesagt. So, dann seht ihr selber, Wasser haben wir da schon mal reingedrückt. Tomaten haben wir uns noch nicht drum gekümmert, könnten wir aber so langsam. Senf haben wir auch schon in Order, ist aber auch noch nicht da. Und da ist das letzte Zauberwort, Ei. Und dann kriegen wir raus, Ketchup und Mayonnaise zum Verkaufen. Das ist jetzt die ganze Idee an der Geschichte. Und wenn wir zurückgehen, seht ihr selber, in der Übersicht sieht man es am Anfang. Ne, sieht man nicht. Hä, bin ich blind? Ja, wahrscheinlich. Ich dachte, man sah irgendwo 0 Liter die Stunde Produktivität. Ja, das ist schon klar. Ich wollte nur wissen, wie viel er produziert, wenn. Okay, also wir haben bis jetzt nur Wasser drin. Das heißt, wir könnten unsere nächste Tomatenladung und Senfladung mal Runde hier abliefern. Ne, wenn wir wieder ein bisschen was zusammen haben. Ne, nicht gleich alles verkaufen, sondern da mal eine Runde anliefern. Wir gucken jetzt auch mal, wie es bei der Pizzageschichte steht. Da wird Pizza produziert. Ihr seht, Salz ist da. Mehl, das sieht wenig aus, aber es ist auch ein Lager von 250.000 Liter, deswegen nicht erschrecken. Tomaten und Schinken geht alles. Und Senf wurde hier eh nie gebraucht und Pilz ist auch noch ziemlich voll. Das ist also schon mal gar nicht so übel, muss ich sagen.
Das heißt also, die Ketchup-Geschichte, die sollten wir eigentlich relativ gut und schnell ans Laufen bringen. Das ist doch schon mal gut. So. Gut. Die andere Geschichte ist natürlich die Rübenvariante hier. Die könnte natürlich Zucker produzieren, wenn sie tatsächlich neben Wasser auch von uns die Rüben kriegen würde. Ja? Das ist natürlich so eine Überlegung für sich, ob man alles für Schweine braucht. Weil das nächste hier sind die Produkte. Da brauchen wir den Zucker, Salz und Milch für. Daraus machen wir Käse, Eiscreme und Butter, okay? Also, läuft. Er ist hier munter, der vorne ist munter, das Feld ist fertig. Der Kollege hier, den kann den Mist erstmal zur Seite stellen. Weil der Spaß hier arbeitet eh schon. Ihr seht, wir haben so super viel Senf und so super viel Tomate ist momentan nicht da, dass sich da nicht lohnen würde, jetzt groß eine Anfahrt von zu machen. Die 11.000 Mist, die wir hier noch haben, die werden wir definitiv noch los. Der nächste Knackpunkt ist, dass das hier momentan noch nicht läuft. So, wenn wir jetzt die Schweineproduktion noch planen, deswegen machen wir ja die Rübengeschichte auch, müssen wir natürlich auch Stroh haben. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie machen wir den ganzen Spaß. Wir brauchen den nicht machen, der wird schwartmäßig abgelegt von den Kollegen hier. Das heißt, wir brauchen eigentlich einen Ladewagen. Deswegen können wir jetzt mal gucken, was wir hier für Ladewagentechniken haben, was hier an Bord ist. 46, 80, das ist alles ziemlich teuer Kram. Wir sind ein kleiner, einfacher Laden, wir brauchen hier nichts super Teures. Okay, das Modul ist natürlich schön, aber es ist auch schön, wenn wir das Fahrzeug dazu hätten. Und das kostet knapp 100.000. Das ist eindeutig nochmal eine Zukunftsentscheidung. Also der Pöttinger, der sollte vielleicht bei einer der nächsten Anschaffungen mit in die Überlegung kommen, um halt dementsprechend Stroh mitzumachen. Das heißt, wenn wir jetzt das nächste Mal unseren Raps verkaufen, dann müssen wir davon die Leihgebühren bezahlen für den Rübenernter, dass wir die Rüben rankriegen, und wir sollten uns vielleicht den guten Ernteboss 2 hier dann kaufen. Ne, ich meine, wir haben jetzt 34.000, man könnte sich auch jetzt holen, aber man muss auch bedenken, wir haben immer ja ein paar Kosten am Ende des Tages. Da muss man auch mal ein Auge drauf werfen. Ne? So. Ja, also er seht hier munter an. Der Grubber ist bald soweit. Alles Töfte. Der steht hier, weil unser guter Klaas, der muss irgendwann nochmal Motor-Upgrade kriegen, spätestens wenn es mal größer wird. Weil mein Gedanke ist natürlich, ne, hier soll es nicht bei bleiben. Ihr seht hier einen schönen Weg bei uns hier hochgehen. Den können wir uns übrigens nochmal angucken irgendwann. Schönen Weg hier hochgehen zu den beiden Feldern hier hoch. Der wäre natürlich jetzt, das Feld wäre natürlich jetzt super genial gewesen. Ne, weil da hätten wir jetzt Kartoffeln ziehen können, wie wild. Ne, aber dafür muss man auch die passenden Maschinen haben. Ich würde aber sagen, wir machen einfach mal hier Kuppel ab. Hier sind wir eh noch nicht so weit. Und wir nehmen uns mal den Weg, den wir da vorne haben, und gucken uns mal den Weg an, wie der beschaffen ist, sodass wir damit unseren Fahrzeugen gut durchkommen. Die anderen sind ja momentan eh am Werkeln. Dieses Feld hier werde ich wahrscheinlich eh ein bisschen vorspulen müssen. Kann ich aber noch nicht, weil wir mit den anderen noch nicht so weit sind. Deswegen lassen wir das letzte Feld erstmal noch eine Runde schön bearbeiten. Da wäre die Schafgeschichte. Das wäre eine Wiese, die wir kaufen könnten. So, und jetzt gucken wir hier mal. Also, ich sag mal so, 1100 Meter breit, der LKW könnte Schwierigkeiten kriegen. Die andere Geschichte ist, und die Steigung ist nicht ohne. Einigen wir uns da drauf. So, okay, das ist natürlich schon ein ganz schönes Geländeende hier. Da kommt die andere Straße hoch. Das ist unten von der Kalkgeschichte da irgendwo. Man hat hier Unterstände neue. Das ist nicht schlecht. Und da sieht man natürlich die beiden riesigen Felder. Ne? Bisschen Hanglage. Die 1 ist flacher auf jeden Fall. Man müsste mal gucken, wenn man das kauft, wie groß sind die Parzellen. Die Parzellen sind jeweils nur der Part. Das Drumherum hier, seht ihr selber, das muss man extra kaufen. Da ist schön viel Wiese alles dabei, aber es kostet ein Vermögen.
Man kriegt hier also nichts vernünftig selbst. So sieht das aus hier. Okay. Also sind die Felder pur. Aber die kosten 400.000 und auch beide gleich groß. Das Geld haben wir natürlich nicht, aber der Weg von unserem Hof dort hoch ist einfach. Ihr seht selber also nochmal. Wir fangen hier an, da sind die Felder. Ne, wir kommen hier den freundlichen Weg runtergeknuspert. Seht dazu, dass wir hier in der Karte, also eine riesige Steilkurve hier, dass wir hier nicht runterfallen. Und au, 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 au. Nicht runterfallen. Also das sollte man da möglichst nicht machen, vor allem nicht mit einem vollen Hänger. Das war der Vorführeffekt. Also das da ist echt, also das liegt auf ein paar Felsen. Also hat es wohl mal, ne, war wohl stabiler mal, ist aber ein bisschen abgefallen da. Ist ein paar Lot. Unschöne Szenen, sag ich da nur. Unschöne Szenen. So. Okay, also ich werde ihn erstmal hier vorne wieder hinfahren. Wir müssen mal gucken, wie weit die Kollegen da gleich sind. Also wenn wir Schweinefutter vorbereitend machen wollen, dann muss ich sagen, dann könnte man natürlich auch überlegen, ob man das jetzt hier erstmal nur aberntet und beim nächsten, bei der nächsten Anpflanzung dann halt nochmal ein Getreidepart mitnimmt, aus dem wir Stroh gewinnen können, um dann das passende Fahrzeug auch zu kaufen. Und wir eh zwei Felder brauchen, wenn wir Hühner, sag ich schon. Für Hühner und für Schweine sollte man ein bisschen was in Reserve haben, ne? Okay, er ist hier gleich durch. Das ist gut, dann bleiben wir nämlich jetzt mal dabei. Dann können wir gleich das gute Stück hier zur Seite fahren. Das macht auf jeden Fall auch Sinn. Ja, kein Zugang zu dem Land, das ist alles bla bla bla. Wir können hier das gute Stück mal sauber machen. Und auch die Sämaschine da drüben wegfahren. Die Sämaschine, da ist ja noch munter dabei. Und dann schauen wir. So. Jede Sekunde fertig. Sehr gut. Ich falte das gute Stück mal zusammen. Funktioniert hervorragend. Ne? So, mehr. Freuen mit sich selbst als Hänger kann man hier auch schön durch die Gegend eisen. Das läuft alles. Sind auch ganz schöne Schmuddelkinder geworden, muss man hier sagen. Deswegen fahren wir jetzt erstmal hier auf den Reinigungspart. Nicht so weit. Ich glaube, sonst ist der Schlauch nicht lang genug. So. Hier sehen wir es am besten an den Reifen. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Oh, ich glaube, das ging einigermaßen schnell. So, und hier müssen wir erstmal echt schön die Türen sauber machen. Ey, das sieht ja fürchterlich aus. Ganz schön hartnäckiges Zeug hier. Ah, so langsam wird's. Sehr schön. So, haben wir weggesteckt. Ja, Motor wieder an, das hilft beim Fahren auf jeden Fall. Dann können wir nämlich schön da hinten in die lange Durchfahrt drücken. Ja, ich habe schon geahnt. So. Und dann holen wir die andere Sämaschine und die machen wir dann auch eben fertig. So. Der LKW-Part parkt eh drüben weiter. Da haben wir es abgestellt und jetzt gehen wir die Sämaschine holen. Ja, hier müsst ihr natürlich gucken. Fährt er so, dass er die Bahn dann nimmt?
Ja. Sieht aus, als wenn er ganz eben das da drüben ansehen würde, so einen schmalen Streifen, wenn hier den ganzen Streifen nehmen würde. Das ist schon mal sehr gut. Dass der Helfer kein Problem hat hier mit den Übergängen, das ist das Wichtigste. So, wir kommen zu diesem kleinen Übeltäter hier. So. Jo, muss dringend sauber gemacht werden, so wie es aussieht. Gucken, dass wir ihm beim Wenden da nicht im Weg sind, ne? So, jetzt hat er die langen Bahnen vor sich. Da kann er auch gut erstmal rumwursteln. Das ist kein Ding. So, auf den Hof und auf zum Saubermachen. Und da können wir dann schön auch das neben den Grubber dementsprechend parken. So, aber während ich hier rauf fahre und hier schön die Position einnehme, deshalb muss ich auf den Traktor ja keine Rücksicht nehmen. Ja, was soll ich sagen? Wir sind am Ende der Folge für heute. So schnell geht's tatsächlich. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und ja, bis morgen.